Stück Haut und Schüssel. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ach! Es ist wirklich eine Katze. Mr. Wild has chosen you. Nice, wo ist er? Where is he? You called him, he answered. You can see him now. This room is the same as before, except for this yellow cat that just showed up. That is him. The king in yellow is Mr. Wild. Mr. Wild is the king in yellow. Herr Wild ist eine Katze? Ist das ein Scherz? Is this a joke? Beware how you talk to the king. He's beyond your comprehension and knowing. Mr. Wild is a cat? Mr. Wild is the name of his earthly being. The body has an essence, a soul. That soul is the king in yellow. You can think of yourself as a lucky man. He loves to eat human skin. But I think he chose you because of the circumstances. Er liebt es, menschliche Haut zu essen. Welche Umstände? What circumstances? Strange is the night when dark arises. On a strange night like this with a full moon. Stranger still is the lost man, lost in Carcassa Woods. Dr. Hathor sang today's circumstances in sorrow. But the king loves this song. Was jetzt? So what now? As the king in yellow. I'm just his servant. I have to talk to a cat. Is this man one of Hathor's patients on the loose? Okay, King in Yellow. Dann? Ich hätte gerne deine Erlaubnis, nach oben zu gehen. Ich muss mit Hathor sprechen. I would like your permission to go upstairs. I have to talk to Hathor. The king says you are not allowed. You may, though, go to his room. If I don't go upstairs, how... where can I find his room? There is a passage leading to it. The king will not help you find it, but neither will he obstruct you. Hey, ich dachte, die Uhr wäre stehen geblieben. Was machst du da? Was ist los? What are you doing? What's going on? I'm not allowed to see it. Ah, das ist die geheime, der Geheimweg. You're free to step inside. Though beware, it is a one-way pass. Once you get in, there is no coming back. You'll have to find another way out. Okay. Excuse me. Dann gehen wir mal in den Geheimen. Lucas said it's not possible to come back. Am I really ready to go in? Ja, komm, ich gehe rein. I'm going in. Es wird schon einen anderen Weg geben. What is this place? It's like I entered into a hellish nightmare. And there's no going back now. Hm. Mal sehen. Der sieht auch komisch Anton aus. Anton Ferro Istarski. Istarski, okay. Sonst noch irgendwas in dem Bild? Nein. Gemälde, Porträt. Wir müssen bestimmt hier irgendwie was drücken oder so. Oh. Kelly Sue Drayton. Kelly Sue. Hallo Kelly Sue. Und was ist das für ein Gemälde? How is this possible? I remember this painting from the orphanage. Es ist wie ein Albtraum, dieses ganze Spiel. Kinder. My brothers and sisters from the orphanage. Horrible souls deserve a horrible fate. Priester. My father. He used to tell me I'm nothing but a sin and called me God's degenerate. Nonne. My mother. The only person who stood up for me. I must be losing my mind. Mother? Is that really you? Mutter? Warum sehe ich dich? Das Gemälde aus dem Waisenhaus, wie ist es hier an den Ort gekommen? Why am I seeing you? It is time. I'm always with you.
The painting from the orphanage. How did it end up in this place? You see what you want. Lies. In the real painting, I was standing by your side, and there were no other children. Your existence is changing. You have no family anymore, son. Follow me. I'll help you find your woman and child. Mother? Okay, so kommen wir zumindest raus, ne? Oh, da ist er ja. I was waiting for you. Demonic slave. Where is she? Where's my... No! Tot? Oder was? Okay. I should wait here for now. Oder wir gehen in den Wald, hä? Oder wir gehen wieder rein? Oder wir gehen wieder dahin? Was können wir denn jetzt tun? Ich guck mal, ob wir irgendwie hier hin können. Ach, guck mal hier. Wir können doch hier rein. In den Wald. The path the old lady told me about. It's too dark. And terrifying. All sorts of negative emotions are hitting me in this blackness, and I can't see a thing. I need light. Ich habe kein Licht. Aber ich weiß, wo es Licht gibt. Wir können die alte Öllampe nehmen und dieses komische Zeug oben ist bestimmt, Lampenöl. Oder können wir als Lampenöl benutzen. Komm, geh mal rein hier. Okay, können wir mit der nochmal was reden? Ach, never schon mind. Gut. Da kommt immer die Lampe hier. Jetzt klappt's bestimmt. Wenn jetzt sagt, er braucht sie immer noch nicht, dann lache ich. Do you mind if I take this lamp? That dust collecting thing is here because I inherited it with the house. Go ahead, but don't forget to return it. Sometimes it gets very dark in this valley. Without a lamp, I could get lost. Darker than this? Hm. It appears to be empty. I need to find some oil to make it work. Das ist oben. Also, rätseltechnisch war ja bisher nur nicht so viel dabei. Dafür viele Gespräche. Und es ist wirklich, also es ist schon ziemlich verstörend, finde ich. So von der Thematik, es wirkt alles wie ein Albtraum, wo die Puzzleteile nicht so ganz zusammenpassen. Und doch ist man in einer Welt. This should be enough. Okay, können wir sie anzünden? Wir brauchen wahrscheinlich Streichhölzer, ne? It has enough oil to work. Aber wo finde ich Streichhölzer? Ja, gucken wir mal, vielleicht erleuchtet sich die Lampe ja auf magische Art und Weise. Ah, jetzt können wir wieder wechseln, guck mal. Ich gehe erstmal in den Wald, zur Kreuzung. Können wir sie jetzt benutzen hier? It has enough oil to work. I should contemplate more about this decision. Okay. Scheinbar müssen wir sie anmachen und brauchen dafür Streichhölzer. Die wir aber noch nicht haben. Aber wir können wieder auf den anderen wechseln. Dann würde ich sagen, machen wir das mal. Nikolai. Okay. Wie sind wir hierher gekommen? Oh, hier gibt's scheinbar nichts. Ein Hebel. Ein Loch.
Da können wir aber nichts machen. Vielleicht hat sie ja Streichhölzer da oben. Können wir mal fragen. Zumindest ist ein Licht an, ne? Hast du zufällig Streichhölzer übrig? Do you happen to have any spare matches? You are afraid of darkness. Look into the angel's vase. Take what you find. I will. Thank you, Madame Vera. Die Vase des Engels? Excuse me. Hier oder was? Oder da? Ach da, Vase. Okay. It's empty. Und die da? Ach da, da ist der Engel. I can see a matchbox, which I'm taking. And a strange crucifix that looks more like a weapon of sorts. I believe it could kill a beast. As long as I'm trapped in this valley, I might need it. And since Vera wrote I could take whatever I find in here, I'm taking that too. Okay, Streichholzschachtel und ein Kruzifix, das angespitzt ist. Zeit für die Vampirjagd. Können wir das irgendwie... I don't need more light here. Okay, dann machen wir es später. It looks like a holy weapon. Eine heilige Waffe. Und das Beil haben wir auch noch. Das ist ja wunderbar. Wunderbar. Hier ging es raus. Genau. Okay, versuchen wir hier jetzt mal. Ah. Oh. Okay. Dann gehen wir mal in den Wald, ne? Bis zur Kreuzung. Können wir ein Stückchen weiter, nur da, wo das Licht hingeht. Oh my God. This is horrible. I've never seen so many. It's a dumping site. Eine Ablagestelle für was? Was? Wo kommen wir denn hin? Abladestelle. Für Leichen? Tote Motten? Was zum... Moths. Symbols of fake faith. Looks like they died of infection after feasting on this mass. It's that same dreadful mass from the balcony. Whoever did this has a wicked soul. The crows must have been fetching it here and leaving it on the balcony. But for what reason? Das ist ja abgefahren. Fußabdrücke. Two different kinds of footprints here. Fresh footprints. Ich kann auf keinen Fall sicher sein, dass einer davon Victoria gehört. Ich frage mich, woher kann meine Schwester den Aufseher erkennen? Woher habe ich sie getroffen? In den letzten Jahren muss hier was passiert sein. Ich muss zum Landhaus gehen und Nikolai sagen, dass ich recht hatte. No way I can be sure one of them belongs to Victoria. But this proves Vera was right. She wasn't imagining the whispers from the woods. I wonder, how could my sister possibly know the warden? Where did they meet? He was looking for her last night, before the incident. And then they talked afterwards here. Why? Something must have happened to her in the last few years. Both of our parents perished, and now... our bloodline is cursed. It's not a fairy tale. It's our reality. I have to go to the lodge. Tell Nikolai I was right. He can do whatever he wants after that. I did my part. I'm leaving. No one can judge me or condemn me after. Huh? No! Get off! Get off! Get off! No! No! I have to get out of here immediately. Ja, mach nix hier weg. Warum ist denn die Lampe aus? Ach, weil die Krähen gekommen sind. Puh, das war knapp. Haben wir jetzt noch?
Ich habe die Lampe fallen lassen. Ich kann leider die Lampe nicht zurückbringen. Soll ich es ihr beichten? Ich habe die Lampe im Wald verloren. Ich sag's ihr mal, wenn ich's kann. Ich habe ein Streichholz für den Kamin über. Hier, nimm ein paar. Ach, guck mal. I have some spare matches for the fireplace. Here, take a few. For the crows. Oh, thank you. You know, you've been good to me. I would still be going crazy if you didn't calm me down about the warden. I want you to have something of mine. Oh nein, es ist nicht nötig. Lass deine Bluse zu. It was given to me by the prophet. It'll help you to get through the darkest of times. Es ist ein hässlicher kleiner Schädel. Wie könnte er mir helfen? It's a hideous small skull. How could it help me? I don't believe in unearthly phenomena, but the prophet says this whistle can ward off any demon in your vicinity. When blown, it produces a frightening scream. But remember, use it wisely and don't show it to anyone else. All right, I'll keep that in mind. Thank you. Whose skull was used to create it? Perhaps a squirrel's or a rat's? It's so small. I don't like it, but I'll keep it. Maybe it could help me in ways I can't imagine right now. Todespfeife. Okay. Allegedly, when used, this hideous little skull wards off any demon in the vicinity. Kann ich scheinbar jetzt noch nicht blasen. Okay. Kann ich vielleicht direkt hier den Kamin anzünden? That's a strange notion. Nein, überhaupt nicht. Das ist das, was sie auch machen will. Jetzt stell mich nicht als Verrückten dar. Okay. Kann ich noch was mit dir reden? Oder waren wir durch? Eine Krähe hat mich draußen angegriffen, die Lampe zerbrochen. Ich habe sie im Wald zurückgelassen. A crow attacked me outside and broke the lamp. I left it in the woods. Oh yes, that is why I never used it. The only time I did, I was attacked too. And you couldn't have warned me? I forgot, I'm sorry. But don't beat yourself up. I don't need the lamp anyway. She said she wanted it back. Never mind. Okay. Ist ja interessant, dass die Krähen immer das Licht angreifen. Licht und Dunkelheit, böse und gut. Anscheinend sind die Krähen, sollen die etwas Böses darstellen und die Dunkelheit angreifen. Das Licht angreifen, weil sie aus der Dunkelheit kommen. Also in den Wald können wir sicherlich nicht nochmal zurück. Was haben wir noch? Sprich mit dem Priester, erforsche das Schloss, geh zum Landhaus. Ah ja, wir sollen ja zum Landhaus gehen. Dann machen wir das mal. Aber ich würde da auch gerne rein. Vielleicht können wir mit diesem Hackebeil die Tür aufhacken. Oder mit diesem Kreuz. I dare not to try this. Ich traue mich nicht, also mit dem Kreuz. I struggle to find a reason to do that. Okay, schade. Na gut, dann vielleicht nochmal zur Omi? Und ihr sagen, was wir im Wald gesehen haben? Okay. Excuse me. Da haben wir also nichts zu tun. Ich glaube, dass wir gerade wechseln konnten, das war Zufall. Das war, glaube ich, nicht beabsichtigt. Ich denke, das war eher ein Bug oder so. Weil wir da ja auch nichts tun konnten. So, dann gehen wir jetzt zum Landhaus. With a bit of God's help and quick feet, I may be able to get to the lodge. Then straight to the station before the last train leaves. Ich glaube nicht, dass wir so schnell wegkommen. It hurts so bad. I haven't walked so quickly since I was a first grader. Ja, da musst du auch mal wegrennen, ne? Okay. Ich glaube, als erstes gehen wir mal hierher.
und gucken, ob der Junge noch da ist und reden mit dem. Wie hieß er noch? I can see a white figure on the pier below. It must be a child. I'm not going there. I have to find Nikolai. Okay, meinetwegen. Guckst du dir mal das Schild an? Ich meine, ja gut, haben wir gerade schon gelesen, aber... Guck's dir mal an. Goldin. Ja? Goldin. Oh, ist die Tür noch auf? Was? Eine Leiter. Oh, die Katze. Königin Gelb. Wir können mit ihm reden. Warte mal. Wir gucken uns erstmal ein bisschen um. Wir gucken auch mal auf diese Gemälde. Ah, da können wir nur das nochmal angucken. Okay, aber wir kennen es ja eigentlich schon. Aber vielleicht sagt er andere Sachen. It's empty. But I can see some fresh drops of blood in there. Disgusting. Die Uhr steht jetzt auch schräg irgendwie. Was können wir mit der Leiter machen? Hochklettern? I'm not climbing up that thing. It looks unstable. Besides, I have no reason to do it. Ich habe keinen Grund. Okay. It shows a caped man preaching to a group of children. The man has darkness for a face. It's named Pula. I think I heard of this town having a very tall church tower with loud bells. Hm, vielleicht ist das dieses Waisenhaus oder so. It depicts angels flying above a restless sea, hands rising from the water, calling for help. I see a scared man who just got out of the woods. His face is pale and eyes wide open. Someone tried to depict a gathering of witches in a funny way. They are laughing and having a good time. It's a disgrace. Witches are not something to joke about. The artist should be punished. Hm. Er sagt auf jeden Fall was anderes zu den Gemälden. Dann lohnt es sich dann doch, die mal anzugucken. Reden wir mal mit der Katze. All alone here? Where's everyone else? Where's your owner? Come over here, through the passage. Darf der jetzt doch da rein oder was? Ich dachte doch, darf nicht. I should go inside that passage where the voice was heard. Okay. Na, hier versuchen. Oh, wir können da rein. Was zum Teufel? Ranko Merzel. Martin Zuidevliet. Natalia Pietersak. Pietersak. Timo. Renate Zimmermann. Endlich mal ein guter deutscher Name hier. Victor the 152 Cat, Kampa. Patrick Pavarik Meyer. Huh. Sind das vielleicht die Entwickler oder die Kickstarter-Leute? Fran Merzel. Zazu. Zazu. Peter Stival. Lake Kubilius. Michael Schminder. Ich denke schon, ja? Jensen Cook. Ivan Goldin. Ivan Goldin. Nice. Ich glaube, das sind Kickstarter-Unterstützer oder sowas. Weil mehr gibt's hier in diesem Raum nicht. Oh, herrlich. Okay, dann gehen wir mal da rein. Jetzt sind wir beide hier drin. Es hängen andere Bilder hier. The king says you are here to see that friend of yours. Ich versuche Nikolai zu finden, nicht einen Freund. I'm trying to find Nikolai, not a friend. I don't know the man's name, but since we don't get many visitors, that must be him. If you find him, tell him he owes me a pack of matches.
I had to light a lot of candles because of him. Okay. Warum? Why? Was passiert? What happened? When he got in here, all the lights in the lodge went out. I've never felt a stronger, more bone-chilling draft in my life. Wo ist der danach hingegangen? Was hat den Luftzug verursacht? Also erst Where did wissen. He go afterwards? Certainly not back through the lobby, as the door was closed. He could only have gone in one direction, into the tower. And from there, who knows? This building is full of secret passageways. What caused the draft? I don't know. Something from the tower, I suppose. The king does not want to tell me. He's playing awfully coy about it. Nikolai hat den Luftzug nicht verursacht. Nikolai didn't cause the draft then. Yes, he did. This hallway leads to Mr. Goldin's room, where a friend was headed. He caused the draft. Könntest du nach oben gehen und nach ihm sehen? Ich kann in der Lobby warten. Could you go upstairs and check for him? I can wait in the lobby. No. I've never been in this part of the lodge before. Never in the tower. And never in the warden's room. No way. He's your friend. You should go. Ich habe schon gesagt, dass nicht mein Freund ist. I already told you he's not my friend. Whatever. You have no choice. The king is telling me you have to go in there. At one condition, though. I won't see him anymore. So you have to pay for his debt. What would that be? I will give you a clue. What do I need to repel darkness in the lodge? Streichhölzer. Du musst aufhören, an deinen König zu glauben. Ich fühle mich nicht wohl, dabei in den Turm zu gehen. Könntest du ihm einfach ein paar Informationen für mich geben? You need to stop believing in that king of yours. Turn to God instead. I need something that makes fire. That's all. Pay for the debt and I'll let you go upstairs. Who is your king? The king in yellow. He who opens passages. Where is he? Spiritually, everywhere. Physically, right now, in the lobby. And yellow. Und yellow? Eine Katze ist dein König? A cat is your king? He is everyone's king. He only chooses to appear as a cat. Do not deceive yourself in thinking he is merely a pet. He gets angry easily. And you don't want to get him angry. Okay. Ich sag erstmal. Excuse me. Entschuldige mich. Und dann geben wir dir. Weil ich glaube, es ist ein anderes Bild. Es ist ein anderes Bild. Wer? A man proudly seated in his king-sized chair, surrounded by cats. Could be someone important. Ich glaube, das ist dieser Typ da, dieser Kotar, ne? Gelbe Katze. It looks shockingly similar to the cat in the lobby. It has a menacing stance, as if safeguarding its master. Ja, die sagt, geh weg, ne? Lass mich in Ruhe. A congress of felines. Some people worship them and think they are superior animals. Die sind einfach nur süß. Hier sind wir die Porträts. Okay, geben wir ihm mal die Streichhölzer. Damit wir hier weiterkommen. Here, Nikolai's debt. You may go into the tower now. Okay. Wo geht er jetzt hin? Es gibt doch keinen Weg raus. Obwohl doch, die Tür war noch auf. Where are you going? Now that I have this matchbox, I have work to do. Couldn't you at least wait here? Sorry, sir. I wasn't supposed to even see the hallway. I'm sure that god of yours will help you get out of there. Wait! I could have just left this town. Sometimes I don't understand myself. Tja, aber ich glaube, es war weniger Blut hier, ne? So, eine Sache werden wir jetzt auf jeden Fall tun. Spiel speichern unter der guten Shaui-Datei. Ja, wir nennen es auch weiterhin Shaui. Und dann gehen wir mal da rein, ne? Und müssten ja den Nikolai jetzt wieder treffen. This room appears empty, but the candles are still lit.
Aber er war doch ganz woanders. Ich kann doch nicht wechseln. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt einen kurzen Break hier wieder und wir sehen uns dann bald wieder. Haut rein.